Guten Morgen, ihr Lieben. Hallo. Wir sind gerade am Putzen. Weil meine Mama heute aus dem Urlaub wiederkommt, dann müssen wir die Wohnung schön machen. Wem schickst du das überhaupt? Gar keinem. Ich drehe Vlogs. Das ist aber schön. Der erste Vlog. Ja. Ich habe schon den ganzen Tag Kopfschmerzen. Und heute Abend treffen wir Maren und Markus und dann gehen wir wahrscheinlich ins Heim zum Glück. Lecker. Ja, und jetzt muss ich erstmal weiter putzen. Hallo, zurück bei uns. Mit der Rakete. Hallo. Ja, wir haben jetzt fertig aufgeräumt. Schon eine Weile, wir liegen jetzt schon wieder ewig im Bett rum. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, und jetzt wollen wir wohl gleich zum Sport fahren. Danach müssen wir noch einkaufen. Und heute Abend gehen wir dann ins Hans im Glück, das habe ich glaube ich schon vorhin erzählt. Ja. So viel dazu. So, wir sind gerade vom Sport und waren jetzt schon einkaufen und gehen jetzt nochmal zu Edeka, weil wir bei eigentlich alles bekommen haben. Und da ist der Walli, der parkt gerade, so gerade einen Parkplatz für uns. Und es ist einfach arschvoll, weil Samstag einfach alle einkaufen gehen, weil sie alle Angst haben, dass sie keinen Parkplatz mehr kriegen. Und ja, wir gehen jetzt zu Edeka. So, wir sind jetzt auch wieder schon zu Hause, schon eine Weile. Ich habe noch nichts mehr gefilmt, wir haben auch schon was gegessen. Und jetzt warten wir auf meine Mama. Und dann gehen wir später noch weg. Und ich habe so einen coolen Jumpsuit an, aber ich kann den, glaube ich, draußen nicht tragen, weil ich bin zu fett dafür. Ja, definitiv. Gar nicht. Ich fühle mich gerade voll entspannt, so nach dem Essen. Ja, das ist aber schön. Es gab asiatisch. So, ihr Lieben, ich mache mich jetzt fertig und ich dachte mir, ich nehme euch mal mit. Buddy ist in meinem Zimmer und keine Ahnung, was der macht. Ja, wie gesagt, wir treffen uns ja nachher noch mit meiner besten Freundin und dann gehen wir zum Hans im Glück.
So, ich werde euch nochmal das Ergebnis zeigen. Mit besserem Licht. Ja. Also. Abgesehen von meinen Affenaugenbrauen finde ich es ganz gut. Lippen fehlen vielleicht noch. Aber, ja. Und Haare fehlen noch. Was machst du da? Schön, Mann. Was denn für Affenaugenbrauen? Ja, ich habe meine Augenbrauen sind so ungezupft und dann sehen die immer so aus wie die von einem Affen. Cool. Immer so richtig viel. Cool, cool. Was guckst, hast du da geguckt? Ich wollte eigentlich gerade gucken, ob da noch irgendwelche Bars sind. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Bahnhof und dann fahren wir zur Friedrichstraße. Da ist der Waggi. Oh Gott. Was machst du denn? Meine Hand. Mann, warum schießt du mich denn mit dem Handy? Bist du dumm? Da war eine Wespe auf meiner Hand. Nee, wahrscheinlich wieder meinem Arm. Wahrscheinlich wieder nur eine winzige Fliege oder so. Nein. Muss natürlich gleich wieder ausgerastet werden. Hallo. So, wir sitzen jetzt in der S-Bahn und warten darauf, dass der Zug losfährt. Und es ist eine Bullenhitze hier drin. Die Fenster sind zwar offen, aber solange die nicht fährt, kommt auch kein Wind. Nicht wahr, Wadi? Was sagst du jetzt? Meine Stirn schmiert schon wieder rum. Brauchst du ein Taschentuch? Nee, ich warte jetzt, bis der Wind. Das ist übrigens das Kleid, was ich jetzt anhabe. Hier. So ein geriffeltes von Primer. So, wir sind jetzt da. Die beiden sind auch schon da. Ich jetzt mein? Ich hab dich gar nicht gefilmt, du Troll. Und jetzt gehen wir gleich ins Hans im Krieg. Genau. Ihren YouTuber-Kanal verlinke ich euch auch. Das muss ich immer mal sagen. Vor allem, ich habe irgendwie gefühlte 6 Abonnenten oder so. Markus vorhin dann so erstmal, als wir waren zusammen shoppen und der hat dann so gesagt, hey, dich kenne ich doch von YouTube. Das ist noch, geil. Noch in die Richtung und dann da. Nee, wir haben ist ja verwirrend. Gedreht. Ich brauche einen Selfie-Stick, dann kann ich das viel besser so. Oder so ein GoPro. Ja, oder genau. Oder so eine, ja. Ja, das stimmt, wir müssen rückwärts laufen. Ja. So, ich zeige euch dann später noch mein Essen. Tschüss und euers auch. Und tschüss. So, wir sitzen jetzt endlich im Hans im Glück. Ja! Wir sind schon gekommen. Ja, wir haben ja auch reserviert. Ja, aber ich komme nicht klar mit den Haaren, jetzt sind die scheiß Wind. Ja. Ja, Jungs und Kameras. Ja, er sagt auch immer nie was. So, unser Getränk ist da. Wie lange hat der da? So, unser Essen ist endlich da. Ich habe den Champignon-Burger und Kartoffelpommes. Und ich habe eine Fritte verloren. Käse und Speck, glaube ich. Genau. Ja. Und er hat irgendwie Feuer und Flamme. Käse und Speck. Ich esse schon. Guten Appetit! So, wir sind jetzt gerade in Cancun angekommen und trinken jetzt noch eine Kleinigkeit. Und da sind noch die beiden anderen. Oh, noch da. Aber wir trinken alle was Alkoholfreies, weil wir... Ja, deine Hülle. Ich hab die noch nicht abgenommen, nicht einmal. Ja, wie gibt's doch mit Ariel, wie sie so den Ball, den Apfel so hält. Richtig schön. Ich glaube, die muss ich mir mal wenn ich den iPhone 6? Naja, wenn dann das Neue ist, Ende des Jahres. iPhone 7? Ja, heißt es dann iPhone 7 oder so? Oder iPhone 6. 6S. Und was ist daran dann anders? Technische Daten sind, glaube ich, immer anders. Genau. Ja, steht da drauf. Hallo! Hallo ihr Lieben, ihr seht mich jetzt nicht, aber ich liege schon am Bett, der Wally auch und es war ein super schöner Abend und wir hatten richtig viel Spaß und es war so lecker und jetzt werden wir schlafen gehen, weil wir schon total müde sind. Ich bin auch gerade in der Bahn eingeschlafen und ich wollte euch eigentlich nur noch eine gute Nacht sagen.
Schlaft schön Nacht. Bis zum nächsten Mal.